Zum Thema Ableitungen, eins der wichtigsten Themen aus der heutigen Mathematik überhaupt. Beginnen wir mit dieser Einleitungsaufgabe. Die Gemeinde Kelmis möchte im Park eine Skateboardbahn aus Beton bauen, so wie hier angezeigt, mit diesen angegebenen Maßen. Der gebogene Teil soll hier ohne Knick an diesen geradlinigen Teil anschließen und auch hier oben. Auch hier soll der gebogene Teil sich ohne Knick an diesen geradlinigen Teil anschließen. Dieser gebogene Teil der Bahn kann durch einen Funktionsgraphen modelliert werden und somit dann genauestens berechnet und geplant werden. Um eine Funktion grafisch darzustellen, brauchen wir ein Bezugssystem. Hier habe ich die Achsen so gewählt, auf den Achsen die Einheiten so gewählt und man kann das Ganze noch schön mit einem Gitter hinterlegen, so dass wir uns in eine mathematische, konkrete Situation befinden. Dieses krummlinige Stück der Skaterbahn kann durch diesen Funktionsgraphen sehr schön modelliert werden. Das ist der Funktionsgraph und wir sehen, dass dieser Teil vom Funktionsgraph schön dieser gekrümmte Teil der Skateboardbahn modelliert. Aber wie findet man diese Funktion? Das haben wir vor. Zuerst aber machen wir einige Auffrischungen bezüglich der kartesischen Gleichung einer Geraden in der Ebene. Eine Gerade wird angegeben durch zwei Punkte A und B. Hier mit Koordinate A1, A2, B1, B2. Und was wir machen ist, die Koordinate XY eines beliebigen geraden Punktes beschreiben. Bei der Erstellung der kartesischen Gleichung haben wir festgestellt, dass man unter zwei Fällen unterscheiden muss. Der erste Fall ist, wenn die Abszissen beider Punkte gleich sind und der zweite Fall ist, wenn die Abszissen der zwei Punkte verschieden sind. Schauen wir im ersten Fall. Wenn die Abszissen A1 und B1 gleich sind, ich stelle das hier mal so ein, sodass B1 und A1 übereinstimmen, So, dann ist die Gerade vertikal und dann hat jeder Punkt P dieser Geraden als Abszisse die Zahl A1. Deshalb ist das die kartesische Gleichung der Geraden AB, wenn sie vertikal ist. Wenn die Abszissen der zwei Punkte verschieden sind, zum Beispiel so, dann ist das die kartesische Gleichung. Y minus A2 gleich B2 minus A2 auf B1 minus A1 mal X minus A1. Wir sind damals auf diesen Bruch näher eingegangen. Es ist die Ordinate von B minus die Ordinate von A geteilt durch die Abszisse von B minus die Abszisse von A, kurz Ordinate minus Ordinate geteilt durch Abszisse minus Abszisse. Diesen Bruch haben wir Steigungsfaktor der Geraden genannt, ihn mit R bezeichnet, denn er heißt auch Richtungsfaktor der Geraden oder auch kurz die Steigung der Geraden. Die Steigung der Geraden ist also Differenz der Ordinaten geteilt durch Differenz der Abszissen. In der Zeichnung ist die Differenz der Ordinaten hier in Magenta abzulesen und dieses Stück ist mit V gekennzeichnet, V wie vertikal. Die Differenz der Abszissen, die können wir hier ablesen, dieses blaue Stück. Ich versetze den Punkt B noch ein bisschen, damit wir das H schön erkennen können, mit H gekennzeichnet, weil es horizontal ist. Dieser Steigungsfaktor ist also das Vertikale
Magenta-Stück geteilt durch das horizontale blaue Stück. Es ist also V auf H. Um zu behalten, dass das V auf H ist und nicht H auf V, hatten wir den kleinen Trick, der Vogel V fliegt über dem Haus H. Der Vogel fliegt über dem Haus, also ist es V auf H und nicht H auf V. Wir haben auch bewiesen, dass dieser Steigungsfaktor der Geraden nichts anderes ist als der Tangens von dem Winkel, den die Gerade mit der x-Achse bildet. Dieser Winkel ist genau derselbe wie dieser da, weil Stufenwinkel sind. Und in diesem rechtwinkligen Dreieck können wir ablesen, der Tangens von Alpha ist die Gegenkathete V geteilt durch die Ankathete H. Der Tangens von Alpha ist also V auf H. Die trigonometrische Deutung des Richtungsfaktoren brauchen wir hier nicht. Übrigens, es gibt auch einen schönen Trick, um diese kartesische Gleichung wiederzufinden, wenn man sie vergessen hat. Dazu wendet man den Satz des Thales an, den wir auch als Frittentütenlehrsatz kennen. In einer großen Frittentüte ist im Innern noch eine kleine Tüte versteckt, die dazu dient, das Frittenfett aufzufangen. Mathematisch gesehen haben wir hier das kleine Dreieck APQ und hier das große Dreieck ABC. Wenn diese Seite BC parallel zu dieser Seite PQ ist, dann gilt die große Seite AB geteilt durch die entsprechende kleine Seite AP ist genau dasselbe wie diese große Seite AC geteilt durch die entsprechende kleine Seite AQ und dieser Bruch ist nochmal gleich zu diese große Seite geteilt durch die entsprechende kleine Seite BC auf PQ. Wir behalten groß auf klein gleich groß auf klein gleich groß auf klein und wenden den Satz des Thales in diesen zwei Dreiecken an. Hier ist das kleine Dreieck und hier ist das große Dreieck. Diese kleine Seite, das ist das magenta vertikale Stück. Diese kleine Seite, das ist das blaue horizontale Stück. Diese große Seite, das ist genau y minus a2. Diese Distanz können wir nach da übertragen. Ich hole den Punkt P etwas näher. So. Schön übertragen, damit wir das noch ablesen können. Diese große Seite, das ist x minus a1. So. So. Ich setze das x minus a1 noch ein bisschen dahin, so sieht man es deutlicher. So, jetzt lesen wir ab. Da das Magenta-Stück senkrecht zur x-Achse ist und dieses braune Stück ebenfalls senkrecht zur x-Achse ist, sind die beiden parallel zueinander. Das heißt, die Hypothese von Thales ist erfüllt. Wir können jetzt darauf schließen, dass groß geteilt durch klein dasselbe ist wie groß geteilt durch klein. Dass das auch noch dasselbe ist wie diese große Seite geteilt durch die kleine, diesen dritten Bruch brauchen wir hier nicht. Wir brauchen nur die 2, groß y minus a2 geteilt durch klein b2 minus a2 gleich groß, also x minus a1 geteilt durch klein b1 minus a1. Natürlich, bei der Erklärung dauert das ein bisschen, aber wer diese Gleichung schnell wiederfinden wird, der schaut in der Zeichnung, wendet den Satz des Thales an und setzt dann noch diesen Nenner rechts rüber, wo er multipliziert und zack, so haben wir wieder die kartesische Gleichung der Geraden gefunden. Bisher wurde die Gerade angegeben durch die zwei Punkte A und B.
Eine Gerade kann aber auch angegeben werden durch einen Punkt A und den Richtungsfaktoren R. Und dann ist die kartesische Gleichung diese da. Das ist aber keine neue Gleichung, die man auswendig behalten muss, sondern wir finden sie sofort aus dieser Gleichung wieder, denn dieser Bruch ist ja der Steigungsfaktor R, also dürfen wir den Bruch durch die Zahl R ersetzen, so, und somit haben wir diese kartesische Gleichung gefunden. Diese Gleichung wird nachher von großer Bedeutung sein. Zuerst führen wir zwei Begriffe ein, die abgeleitete Zahl und die Tangente zu einem Funktionsgraphen. Nehmen wir als Beispiel unsere bekannte Parabel x2 und hier wird auch noch eine Zahl a angegeben, in dem Falle hier ist a3. Was wir jetzt machen möchten, ist die kartesische Gleichung der Tangenten zur Parabel an diesem Parabelpunkt a berechnen. Mit dem Schieberegler hier kann ich die Zahl a schön einstellen. Wir suchen immer die Tangente zur Parabel an diesem Parabelpunkt. Ich stelle das wieder zurück auf 3, weil im Beispiel habe ich mit 3 gearbeitet. Und zwar, um diese kartesische Gleichung zu finden, bräuchten wir zwei Punkte. Wir haben einen. Oder wir bräuchten einen Punkt und den Richtungsfaktoren dieser Gerade. Wir werden die zweite Möglichkeit hier anwenden. Wir haben einen Punkt A mit Koordinate A, F von A und werden jetzt noch den Steigungsfaktoren dieser Tangenten berechnen. Dazu gehen wir wie folgt vor. Wir wählen auf der x-Achse irgendwo eine Zahl, bestimmen durch diese Zahl x den Parabelpunkt P, also mit Koordinate xf von x, und dann bestimmen wir diese Sekante ap. Jetzt lassen wir x gegen a streben und beobachten, was denn diese Magenta-Sekante macht, wenn x sich der Zahl a immer mehr nähert. Wir erkennen ganz deutlich, wenn x gegen a strebt, dann strebt die Magenta-Sekante ap gegen diese rote Tangente t, die wir suchen. Das Ganze geht übrigens auch von rechts. Da diese Magenta-Sekante S gegen diese rote Tangente T strebt, wenn x sich der Zahl a immer mehr nähert, muss auch der Steigungsfaktor dieser Geraden gegen den Steigungsfaktor der Tangenten streben. Und genau das werden wir ausdrücken, wenn x gegen a strebt, dann strebt der Steigungsfaktor dieser Sekanten gegen den Steigungsfaktor der Tangenten. Legen wir los. Zuerst einmal der Steigungsfaktor von dieser Magenta-Sekante AP, das ist Ordinate von diesem Punkt minus Ordinate von dem geteilt durch Abszisse von P minus Abszisse von A. Der Steigungsfaktor der Geraden AP ist ja Ordinate minus Ordinate geteilt durch Abszisse minus Abszisse. Das habe ich hier ausgedrückt. Ordinate minus Ordinate geteilt durch Abszisse minus Abszisse. Für unsere konkrete Funktion x² ergibt dieser Bruch also x² minus 3 im Quadrat geteilt durch x minus 3. Diesen Bruch nennt man den Differenzenquotienten von f an der Zahl 3. Es ist ja ein Quotient von zwei Differenzen, bestimmt durch die Funktion f und die Zahl 3. Man nennt diesen Bruch den Differenzenquotienten von f an 3. Dieser Differenzenquotient ist der Steigungsfaktor der Sekanten a, p.
P. Jetzt lassen wir x gegen a streben. Dann strebt also der Steigungsfaktor der Sekanten gegen den Steigungsfaktoren der Tangenten. Wenn der Grenzwert, wenn x gegen 3 strebt, vom Differenzenquotienten der Funktion f an der Zahl 3 eine reelle Zahl ergibt, dann sagt man, die Funktion f sei ableitbar an der Zahl 3. Und dieser Grenzwert wird dann mit f' von 3 bezeichnet. Der Grenzwert vom Richtungsfaktor der Sekanten wird also der Richtungsfaktor der Tangenten sein. Falls der Grenzwert vom Differenzenquotienten eine reelle Zahl ergibt, sagt man, die Funktion f sei ableitbar an dieser Zahl 3 und diese reelle Zahl wird dann gekennzeichnet mit f' von 3. Schauen wir in unserem konkreten Beispiel, was das heißt. Der Grenzwert vom Differenzenquotienten ist der Grenzwert von diesem Bruch. Wenn wir x durch 3 ersetzen, finden wir die Unbestimmtheit 0 auf 0. Oben können wir faktorisieren, dann dürfen wir durch x minus 3 kürzen, weil x nicht 3 ist. X strebt gegen 3, x ist ganz dicht bei 3. Wir dürfen also hier kürzen, es bleibt noch dieser Grenzwert und der ergibt die Zahl 6. Dieser Grenzwert ergibt also die reelle Zahl 6. Und diese Zahl wird dann mit f' von 3 gekennzeichnet. Diese Zahl muss also der Steigungsfaktor der Tangenten sein. Jetzt haben wir diese Tangente t bestimmt durch den Punkt a mit Koordinate a, f von a und ihren Steigungsfaktor, hier ist das die Zahl 6, gekennzeichnet durch f' von 3. Diese Zahl f' von 3 ist die durch f abgeleitete Zahl von 3. Sie entsteht ja durch die Funktion f und durch die angegebene Zahl 3. Es ist aber nicht f von 3. Deshalb dieses Prim, f' von 3, die durch f abgeleitete Zahl von 3. Die Gerade t, die durch den Punkt 3f von 3 geht, 3f von 3, und die als Steigungsfaktor die durch f abgeleitete Zahl von 3 hat, diese Gerade ist die Tangente zum Graphen von f und das am Punkt 3f von 3, also hier 3, 9. Diese kartesische Gleichung können wir natürlich noch vereinfachen, indem wir f' von 3 durch die gefundene Zahl 6 ersetzen. Und diese Gleichung kann dann in die übliche Form umgeschrieben werden. Überprüfen wir diese kartesische Gleichung. Die Tangente t enthält selbstverständlich den Kontaktpunkt a. Der hat als Koordinate 3, 9. Also, wenn x 3 ist und y 9 ist, muss die Gleichung aufgehen. 6 mal 3 macht 18, minus 9 macht effektiv 0. Und jetzt starten wir mal von hier. Wir fahren um 6 nach unten, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann um 1 nach links. Die Zahl 6 geteilt durch 1 ist der Steigungsfaktor 6 der Geraden. Deshalb muss dieser Punkt mit Koordinate 2, 3 zu dieser Tangente gehören. Überprüfen wir. 6 mal 2 macht 12, minus 3 macht 9, minus 9 ist 0. Die kartesische Gleichung stimmt also für die Tangente. Jetzt kommen wir zu den allgemeinen Definitionen. Dazu brauchen wir irgendeinen Funktionsgraphen. Die Einheiten sind mit Absicht weggelassen, sodass es allgemein bleibt. Und wir werden die kartesische Gleichung der Tangente zu dem Graphen an diesem Kontaktpunkt definieren. Das machen wir genau wie eben im Beispiel. Wir nehmen hier eine Zahl x, bestimmen den Grafikpunkt p mit Koordinate x, f von x
Und dann lassen wir x gegen a streben. Diese Gerade AP wird dann automatisch gegen die Tangente t streben. Von links so wie auch von rechts. Also das, was wir eben im Beispiel gemacht haben, machen wir jetzt hier allgemein. Zuerst einmal, der Steigungsfaktor von dieser Sekanten AP, das ist Ordinate minus Ordinate geteilt durch Abszisse minus Abszisse. Also f von x minus f von a geteilt durch x minus a. Der Steigungsfaktor dieser Sekanten ist also gebildet durch diesen Bruch von diesen zwei Differenzen. Deshalb nennt man das auch Differenzenquotient von der Funktion f an der Zahl a. So heißt dieser Bruch offiziell. Wenn der Grenzwert von dem Steigungsfaktoren dieser Sekanten eine reelle Zahl ist, dann sagt man, die Funktion f sei ableitbar an a. Wenn dieser Grenzwert eine reelle Zahl ist, das heißt, wenn die Funktion f ableitbar ist an der Zahl a, dann ist dieser Grenzwert bezeichnet mit f' von a und diese Zahl ist die durch f abgeleitete Zahl von a. So nennt man dieses f' von a. Es ist die durch f abgeleitete Zahl von der Zahl a. Wenn die Funktion f ableitbar ist an a, das heißt, wenn dieser Grenzwert eine reelle Zahl ist, dann ist die Gerade mit dieser kartesischen Gleichung die rote Tangente zum Graphen gf am Punkt a, f von a. Die kartesische Gleichung von t wird gebildet durch die Erkenntnis, diese Tangente enthält selbstverständlich den Punkt a mit Koordinate a, f von a, a, f von a und der Steigungsfaktor der Tangenten ist die durch f abgeleitete Zahl von a. Wenn i ein Intervall Teilmenge von Dom f ist und f ableitbar ist an jeder Zahl dieses Intervalls, so sagt man, f sei ableitbar im ganzen Intervall i. Soweit diese fünf Definitionen. Wir machen jetzt weiter und nähern uns immer mehr der Ableitungsfunktion. Vier Beispiele dazu. Seien hier zuerst mal f von x gleich x², unsere Parabel von eben, und a irgendeine Zahl im Definitionsbereich dieser Funktion. Wir suchen sofort den Differenzenquotienten und davon den Grenzwert, wenn x gegen a strebt. Hier macht das also Limes, wenn x gegen a strebt, von x² minus a² geteilt durch x minus a. X² ist das Bild von x und a² ist das Bild von a durch diese Funktion. Dieser Grenzwert ergibt sofort die Unbestimmtheit 0 auf 0. Oben können wir aber schön faktorisieren, dann dürfen wir durch x minus a kürzen. Es bleibt dann nur noch dieser Grenzwert übrig. Und wenn wir x durch a ersetzen, finden wir als Grenzwert 2a. Wir haben also herausgefunden, dass die durch f abgeleitete Zahl von a, also f' von a, 2a ergibt. So. Für diese Funktion haben wir also herausgefunden, dass f' von a 2 mal a ist. So entsteht eine neue Funktion, die jeder Zahl a ihren doppelten Wert zuordnet. Also können wir auch sagen, das ist die Funktion, die jeder Zahl x 2 mal x zuordnet. Also, wenn die angegebene Funktion x² ist, dann ist diese neue Funktion, die so entstanden ist, die Funktion f', die jeder Zahl x
ihren doppelten Wert zuordnet. Ist die angegebene Funktion x², dann ist die so gefundene Funktion f' 2x. Das erklärt sehr gut, was wir hier gemacht haben, aber so schreibt das kein Mensch. Alle schreiben einfach, die Ableitungsfunktion von x² ist diese Funktion 2x. Diese neue Funktion f' ist durch dieses Grenzwert berechnet entstanden. Wenn man f' von a gefunden hat, ersetzt man a durch x und hat somit die Ableitungsfunktion bestimmt. Die Ableitungsfunktion von x² ist also die Funktion 2x, kurz die Ableitung von x² ist 2x. Ein zweites Beispiel. Sei die Funktion Quadratwurzel von x und a irgendeine Zahl im Definitionsbereich dieser Funktion. Wir machen hier genau dasselbe. Wir schauen, ob dieser Grenzwert eine reelle Zahl ergibt. Wenn ja, sagt man, die Funktion f sei ableitbar an dieser Zahl a. Und dieser Grenzwert wird dann mit f' von a bezeichnet. Legen wir los für unser konkretes Beispiel. Wir suchen Limes vom Differenzenquotienten dieser Funktion bei der Zahl a. Ersetzen wir x durch a, ergibt das die Unbestimmtheit 0 geteilt durch 0. Hier ist ein irrationales Binom. Wir erinnern uns, um die Unbestimmtheit 0 auf 0 zu beheben, multiplizieren wir Zähler und Nenner mit dem konjugierten Binom von dem irrationalen Binom, also so. Oben erkennen wir die binomische Formel a minus b mal a plus b. Das macht also a Quadrat minus b Quadrat, das heißt x minus a. Oben ist der Faktor x minus a, den können wir mit unten kürzen, dann bleibt oben nur noch die 1 und unten nur noch diese Klammer, wo wir die Klammern aber nicht mehr brauchen. Jetzt ersetzen wir nochmal x durch a und finden so die reelle Zahl 1 geteilt durch 2 mal Wurzel a. Das ist also die Zahl f' von a. Da dieser Grenzwert eine reelle Zahl ergibt, sagt man, die Funktion f sei ableitbar an a und kennzeichnet diese reelle Zahl mit f' von a. Durch dieses Grenzwert berechnen entsteht also hier eine neue Funktion f', die jeder Zahl a die Zahl 1 geteilt durch 2 Wurzel a zuordnet. Also ist das die Funktion f', die jeder Zahl x die Zahl 1 geteilt durch 2 Wurzel x zuordnet. Ist also die angegebene Funktion Quadratwurzel von x, dann finden wir als Ableitungsfunktion durch dieses Grenzwert berechnen 1 auf 2 Wurzel x. Wenn f von x Wurzel x ist, dann ist f' von x 1 auf 2 Wurzel x. Das schreibt aber kein Mensch so. Wir sind alle schneller und schreiben sofort, die Quadratwurzel prim ist 1 auf 2 Wurzel x. Drittes Beispiel, wir nehmen die Funktion f, die jeder Zahl x, die Zahl x selbst zuordnet und rechnen auch hier den Grenzwert vom Differenzenquotienten bei einer beliebigen reellen Zahl aus dem Definitionsbereich. Hier ergibt das Limes, wenn x gegen a strebt, von diesem Bruch. Zähler und Nenner sind in dem Bruch aber gleich, also ist dieser Bruch immer 1 und der Grenzwert der Konstanten 1, das ist diese Konstante 1. Also hier beim Grenzwert berechnen finden wir, dass f' von a immer diese Zahl 1 ist. f' ist also die konstante Funktion 1. f', das ist die Funktion, die jeder Zahl x die konstante Zahl 1 zuordnet. Wir behalten, wenn f von x x ist, dann ist die so bestimmte Ableitungsfunktion die konstante Funktion 1. Hier wieder, kein Mensch schreibt das so, alle schreiben x' ist 1.
die Ableitungsfunktion von x, das ist die konstante Funktion 1. Jetzt schauen wir noch für eine konstante Funktion. Wir rechnen wieder Limes vom Differenzenquotienten. F von x ist c, f von a ist auch c. Also macht dieser Bruch c minus c auf x minus a. C minus c ist aber 0. Der Bruch hier ergibt also 0 und der Grenzwert von dieser Konstante 0, das ist die Konstante 0. Dieser Grenzwert ergibt die reelle Zahl 0, das ist dann f' von a. Da das eine reelle Zahl ist, ist die Funktion f ableitbar an a. Wenn die angegebene Funktion konstant ist, dann muss ihre Ableitung 0 sein. Wir behalten c' gleich 0. So entsteht also diese neue Funktion f', die man Ableitungsfunktion nennt. Kommen wir jetzt zu der allgemeinen Definition der Ableitungsfunktion. Wir behalten, man gibt uns eine Funktion f, wir wählen eine Zahl a im Definitionsbereich, berechnen den Grenzwert vom Differenzenquotienten so, in der Hoffnung, eine reelle Zahl zu finden. Diese reelle Zahl kennzeichnet man dann mit f' von a. So ist also diese neue Funktion f' entstanden, die jeder Zahl a ihren doppelten Wert zuordnet. Und sobald man f' von a gefunden hat, ersetzt man a durch x, so dass unsere Funktionsvariable wie gewöhnlich x heißt. Definition. Wir haben eine Funktion f und eine Zahl a in ihrem Definitionsbereich. Falls dieser Grenzwert eine reelle Zahl ergibt, das heißt, falls f ableitbar ist an a, bezeichnet man diese reelle Zahl mit f' von a. Und durch dieses Grenzwert berechnen, ordnet man also dieser Zahl die Zahl f' von a zu. Und solch ein Zuordnungsgesetz ist eine Funktion. Das ist die Ableitungsfunktion oder auch kurz die Ableitung von f. Schauen wir jetzt die allgemeine Definition. Die Ableitungsfunktion oder die Ableitung f' von f ist die Funktion, die jeder Zahl a vom Definitionsbereich, an der f ableitbar ist, ihre durch f abgeleitete Zahl von a zuordnet. Wer diesen Rahmen verstanden hat, hat auch die Definition verstanden. Tipp, so etwas lernt man nicht auswendig wie ein Gedicht, sondern man sollte schon verstehen, was dahinter steckt. Also Vorsicht, Vorsicht bei diesem Rahmen. Durch dieses Grenzwertberechnen bestimmen wir f' von a. Somit haben wir die Funktion f' gefunden, die jeder Zahl a f' von a zuordnet und ganz zum Schluss ersetzt man dann das a durch x, damit man f' mit der Variablen x hat.